So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Secrets of Grindr. Immer noch die Beta. Stable Beta, immer noch .v.056j. Und wir machen mit dem Story Mode weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar in den Pumpkin Woods mit Level 11, einem Apfel. Genau, mit einem Pfeil auf dem Apfel durch den Kopf. Mit einem Pfeil durch den Apfel auf den Kopf, so heißt es. Oh, hör auf zu beißen. Mir fehlt noch ein Honey, okay. Wo kriege ich das Honey her? Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage. Und ein Ektoplasma noch. Also ich glaube, das Ektoplasma kriege ich von den... von den, ihr wisst schon. Was haben wir denn hier? Eine Höhle. Da war ich auch noch nicht drin gewesen. Da muss ich auch gleich nochmal rein. Was ist hier? Achso, das rückgängig machen. I understand. Das schöne Rätsel, was wir ja vorhin schon hatten. Das war dumm gewesen. Ja, wir können es ja noch rausschieben, ist ja kein Thema. Ne, können wir doch nicht mehr. Okay, müssen wir also rückgängig machen. Das geht aber so auch nicht. What? Okay, muss eins nach oben. Ah, eventuell kann es hierher. Der einzige Stein, wo es hin könnte. So, aber da schauen wir nochmal durch. Genau. Ja, toll. Das geht ja auch nicht. Der Stein muss da weg. Der muss da auch erstmal weg. Uiuiui, ist das ein Rätsel. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ging ja auch nicht. Da muss ich auch nochmal ganz kurz. So. Alter, das hat's aber in sich. Ist ja krass. Das muss eigentlich dahin, aber ich komme da nicht zum Anschieben hin. Heißt, das muss woanders hin. Ja, gute Frage. Hier hoch, da muss es hier runter. Dann kann ich den ja zurückschieben. Da kommt der hier hin. Da muss schon mal der Weg komplett frei sein. Das heißt, hier unten können die Dinger theoretisch hin. Da brauche ich den Platz eigentlich nicht. So. Ne, ist auch, glaube ich, nicht gut gewesen. Alter. Mann, Mann, Mann. Es kann dahin. Und das könnte theoretisch... Theoretisch könnte das hier hin. So. Puh, das ist hart. Das ist richtig hart. Der stört aber noch. Okay, ich schiebe ihn. Ja, obwohl, ich kann ihn nicht schieben. Ich muss ja alle vorbereiten. So, dann kann ich den ja wegschieben. Dann schiebe ich ihn hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Ist er hier, gehe ich von oben rein nach unten. Ist er ganz unten, dann schiebe ich von hier. Tja, irgendwie der Stein blockiert, ansonsten könnte ich es machen. Obwohl, Moment. Ich glaube, ich habe schon komplett alles falsch gemacht. Ach, scheiße. Der Stein ganz unten hier, der hier, müsste eigentlich hier hinten nach oben. Das wäre toll. Hier so hin. Hm, schauen wir uns nochmal an, wenn wir das... Ach, kacke, was ist denn das für ein Rätsel, ey? Ist ja Wahnsinn. Okay, versuchen wir es mal ein bisschen so. So, das ist schon mal theoretisch klappen. Das heißt, ich habe jetzt hier unten einen Free. Und dann kann ich den da hinschieben. Ah, oh, Leute, ey. Ich glaube, das ist das Rätsel fertig. Mann, Mann, Mann. Das ist auch ein schweres Rätsel. Genau. Versuchen wir es mal. Mann, Mann, Mann. Das war ja wirklich... Oh, da musste man nachdenken. Ist ja auch doof. Ich meine, nein, gutes Rätsel.
Uiuiui, das war schon nicht gerade leicht, wa? Dankeschön. Für 3 Kisten Tonnen eine Lantern Lamp. Etwas Gold. Und ein Witch Head. Cool. Oh, wir würden eine ganze Menge dazu bekommen, aber da wir ja wenig Magic Attack haben. Hier war irgendwo noch die Lantern, genau. Ah, okay. Ne, keine Ahnung, was das heißt. Ich hab's einfach nur mal so mal sagen wollen. Au, was willst du denn? Gib mir alles von dir. Ah, ne, nicht ihr schon wieder. So, zersplasht. Ein Root und ein Purple Petal. Was ist hier noch? Ein Pumpkin Meat. Okay, habe ich jetzt genug. Ich brauche noch Honig. Als Rätsel hat aber echt lange gedauert, wa? Ah, ein cooles Rätsel, muss ich sagen. Dann ist immer noch eine Kiste. Das geht mir sowas von auf die Eier. Warum noch eine Kiste? Ich will die haben. So, erstmal hier unten die Geister. Ich will dieses Ektoplasma haben. Da haben wir's. Ne, doch, Ektoplasma ist schon richtig. Honig. Von welchem Monster könnte man Honig kriegen? Eigentlich von gar keinem hier. Die geben alle eigentlich keinen Honig. Normalerweise. Und machen wir trotzdem mal schauen. Honey, give me honey. Aua. Schon wieder eine Lantern. Mensch, ihr gebt mir so viele Lantern. Was wollte der hier eigentlich? Irgendwas mit Purple Flower. Ah, ich weiß nicht, ob das eine Quest sein soll. Der wird gar nicht CC'd von meinem Attack. Hey, okay. Hey, das ist nicht mein Honig. Honig ist Honey. Dann schauen wir mal, welches Monster hier Honig dabei haben könnte. Ah, was ist mit denen noch los? Okay, die labern mich einfach nur dumm voll. Aber hier rein komme ich trotzdem nicht, wa? Sehr ärgerlich. Schade. Vielleicht später mal irgendwann. Habe ich das einfach nur noch nicht eingebaut. Eigentlich habe ich so eine weite Waffe, wenn ich mal treffen würde. Aua. Wenn ich mal treffen würde. So, warum bin ich jetzt eigentlich wieder zurückgegangen? Ach ja, hier war ja der Tempel jetzt, ne? Nee, das ist natürlich noch nicht das, was ich wollte. Irgendwo habe ich doch Honig herbekommen. Wo habe ich denn verdammt nochmal Honig herbekommen? Ist doch nur noch ein Stückchen Honig, was ich hier machen muss. Ein Stückchen Honig. So, wir haben immer noch mal 2. Jetzt brauche ich aber einen Silberpoint, ne? Gut. Die Magie. Die Magie, die Magie. Welche Magie hat die eigentlich genommen gehabt? Ich glaube, diese Ranke ist Schrott irgendwie. Das ist nicht übel, dieses Windslash. Ich habe jetzt hier schon einen Punkt in Feuerball investiert. Flamethrower. Ice Spikes. Eine Frostnova ist, glaube ich, gar nicht übel. Ja, wunderbar. Dann müssen wir ganz kurz die Taste umlegen. Dieses Scheißding kannst du da wegmachen. Nee, Quatsch. Ich wollte es removen, nicht anbinden. Rebinden. So, das kann echt nicht schaden. Mir fehlt aber immer noch Honig. Nichtsdestotrotz fehlt mir immer noch Honig. Irgendwo habe ich einen Honig herbekommen und ich krieg's einfach nicht mehr. Aber Pumpkins haben doch keinen Honig, oder? Haben doch keinen Honig. Ihr kleinen Mistgurken, ey. Aua. Pumpkin Meat, immer noch. Nee, das sind, glaube ich, nicht die richtigen Gegner dafür. Schauen wir uns mal ein Dings vorher an. Diese Kiste macht mich wahnsinnig.
Immer noch kein... Oh, da ist noch ein Heilding. Ah, der will das Heilding immer nicht so ganz aufsammeln. Ach, Honig hier. Bienen, ich Trottel. Mein Gott. Ja, ist ganz klar, dass ich die hier nicht herbekomme, wa? Dann gehen wir mal ganz fix zu den Bienchen. Und irgendwo können wir gleich mal die Treasure Maps so versuchen mit rauszunehmen. Obwohl ich glaube, ich später suche ich das selber mal ab nochmal. So, hier hatten wir schon das X, das ist ja glücklicherweise weg. Warum? Huch! Eigentlich soll das mal wachsen irgendwann. Da, ich höre schon eine Biene. Komm her, ihr kleines Mistvieh. Danke dir. So, hier war, glaube ich, was gewesen. Kann das sein? Auch nicht. Hm, an irgendeinem Bäumchen war noch was. Hier waren wir drin gewesen. Ja, aber ihr kriegt das Ding nicht kaputt, glaube ich. Vielleicht gibt es später irgendwann einen Hammer. Okay, lassen wir das. Zurück zum... ihr wisst schon, Pumpkin Wood, genau. Und das können wir Candy deliveren. Ich bin ihr Lebensretter. Eine seltene Süßigkeit. Achso, ein Skillpoint. Genau, das war's ja. Ein Skillpoint, geil. Aber ein Bronze-Skillpoint leider nur. Aber es reicht. Schon mal okay. Was macht das eigentlich auf höhere Dings? Okay. Ein Bronze-Charge immer noch. Ja, ich finde es. Oh, ich finde es gar nicht so schlecht, diese Frost-Nova. Diese Eis-Nova. Deswegen nehme ich die mal. Jetzt brauche ich auch schon wieder einen Silberpunkt bei der. So. Quest erledigt. Explore the Temple habe ich jetzt also nur noch. Vorher werde ich aber mal ganz kurz in die Stadt zurückgehen. Denn ich brauche neue Pfeile. Und ich hätte gerne mal echt ein paar Potions. Das ist ja echt abartig. Ohne kriege ich das doch nie im Leben hin. Aber keiner hat Potions. Dann werden wir mal schauen, was es hier so Besseres gibt. Na, die ganzen Max-HP gehen weg. Und ein Ring. Attack Speed und Critical Chance, glaube ich. Mit dem Ring. Ja, aber ich halt ein bisschen Death verlieren, minus 5. Dafür aber 15 Stats dazu bekommen. Attack Speed und Critical Speed Dingensen. Deswegen kaufe ich mir das einfach mal. Genau, Equip Slot 2. Und da werde ich gleich mal ein bisschen was verkaufen. Das ist ja Wahnsinn, was ich hier alles dabei habe an Schrott. Oh, ein Magierhut. Ich finde den auch nicht gerade übel, Witch Hat. Aber der bringt mir nicht viel. Das Carrot Sword kann auch alles weg, was ich jetzt nicht brauche. Ein Lantern Lamp. Na, ich weiß nicht, was dieses Häuschen-Symbol dazu bedeuten hat. Deswegen behalte ich es einfach mal. Ein Slimy Ring. Kann weg. Die Sandalen können weg. Ein Vampirfisch. Ein Holzschwert. Was will ich denn damit noch? Was für ein Schrott. Okay, behalten wir das einfach mal. Etwas craften können wir auch noch nicht. Und die hat wirklich nur diesen Schrott hier. So, haben die hier denn was Schickes Neues oder irgendwas Schickes, was mich noch aufbessern könnte? Ne, meine Max-HP gebe ich nicht so viel weg. Einhand, okay, brauche ich nicht. Zweihand haben wir auch das Beste equipped, das Schild haben wir Beste equipped. Die Arme, ja gut, wir haben dieses komische pinke Ding da bekommen gehabt. Was ist denn das? Achso, meine Krähenschuhe habe ich noch. Accessoires brauche ich auch nicht. Schrott, Schrott, Schrott. Okay, hier sind eigentlich Potions. Ich kenne aber mal so eine... Was stand da? Achso, Talk. Ah, nur Schrott. Damage Potion. Können wir mal so eine mitnehmen. Okay, also hier haben wir einmal mehr Damage. Mehr Verteidigung. Hier haben wir mehr MATK, also mehr Mana-Regeneration.
Ist aber leider nicht alles das, was ich bräuchte. Ich hätte gerne mal echt ein paar Potions. Da ist ein Hütchen. Ein Hutshop. Aha. Ich würde den Crit und den Special Effekt verlieren, dafür aber eine ganze Menge anderes Zeug hoch. Ah, den Special Effekt, ja gut, den brauche ich aber jetzt noch, ne, weil ich ja den Bogen habe. Den Bogen möchte ich ja benutzen. Ah, das ist eine schicke Hüte. Muss schon sagen. Nicht übel. Ich hätte trotzdem gerne ganz normale Potions. Ist denn das wirklich so viel verlangt? So, ja, hat der neue... Okay. Der hat da nichts Neues mehr. Okay, dann würde ich sagen, machen wir kurz eine Pause und dann werden wir uns zu dem Faceman rüber begeben. Und ihn dann umnieten hoffentlich. Bis dann. Bye, bye.